Señoras y señores, solamente se permite beber en las áreas indicadas en el mapa. Muchas gracias. Ein herzliches Willkommen an alle. Nur noch 90 Minuten und ein Sieg trennen Sie vom Aufstieg. Eine einmalige Gelegenheit und ein absoluter Traum für dieses Team. Mal sehen, ob Sie heute Ihre großen Ambitionen spielerisch auch umsetzen können. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Spiel. Freistoß für Ajax Amsterdam. Ja, was für ein Beginn. Ein Freistoß in einer aussichtsreichen Situation und das schon in den ersten Minuten. Das ist eine Situation, wie er sie... Messi. Was ein Schnibbelkünstler. Bei wem der wohl landet? Hier ist Son Heung-min. Haaland. Mbappé. Das ist Cristiano Ronaldo. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Sehr gut abgefangen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Auf die Seite verlagert. Er serviert ihn. Erstmal raus mit dem Ding. Patrick Schick ist ein Teufelskerl. Exzellent, wie der Keeper da reagiert hat. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Weg mit dem Ding. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab. Son Heung-min. Ein schwacher Pass. Sadio Mané. Messi. Tolle Chance. Tor für Ajax. Das war gut antizipiert, allerdings auch ziemlich fahrlässig gespielt vom Gegner. Aber den Konter, den haben sie klasse ausgespielt und klasse abgeschlossen. Das ist ein ganz frühes Ausrufezeichen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht.
Es geht über links. Di Marco. Gutes Auge, guter Pass. Haaland. Schuss! Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Es war eine klasse Aktion von ihm, aber am Ende belohnt er sich nicht mit dem Treffer. Langer Abschlag vom Keeper. Und Volle. Er nimmt ihn an und er ist auf Sané. Neymar. Das ist Mbappé. Sadio Mané. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Hier ist Sadio Mané. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Richtig guter Ball. Das könnte klappen. Gullit. Son Heung-min. Da ist die Chance. Haaland! Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Messi. Und die Flanke. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Casemiro. Sie liegen hinten, sie bleiben ruhig, sie beschränken sich auf die Basics. Erstmal Ruhe reinbringen und dann irgendwann anfangen, am Ausgleich zu arbeiten. Jetzt ist Übersicht gefragt. Neymar. Ist ein sehenswerter Treffer. Da ist das Tor, auf das sie gewartet haben. Kurz, prägnant und mit chirurgischer Präzision. Und das innerhalb weniger Sekunden. Das ist Konterfußball in Vollendung. Rüber verlagert auf den Flügel und danach der Rest nur noch Formsache. Das ging für den Gegner einfach zu schnell. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Die Mannschaft, die hier vorne liegt, hat alles im Griff. Und ab die wilde Fahrt. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Team... Und Kopf! Und es ist passiert. Und gleich der nächste Treffer. Na, die haben sich heute einiges vorgenommen. Genau so war das geplant. Mit diesem direkten Abschluss. Das beherrschen sie wie keine zweite Mannschaft. Ajax ist eine Kontermannschaft.
Oggi i calciatori sono accompagnati in campo dai ragazzi della squadra di una scuola locale. Fategli un applauso. Ich denke, so kann man es titulieren. Das ist zweifellos heute das Topspiel der Liga. Und damit herzlich willkommen an alle, die mit uns dieses Schicksalsspiel mitverfolgen. Hier geht es um nichts Geringeres als die Zukunft dieses Vereins. Die berühmte Curva Sud in Mailand, eine der großen Kultstätten des Fußballs. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Idealerweise geht man heute an Romario. Wahnsinn, dass er da noch rankommt. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Erstmal raus mit dem Ding. Der AC Mailand mit einer guten Kontergelegenheit. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Romario ist das. Das hat er so gut gesehen. Romario, der kleine, explosive Brasilianer. Die Saison 1993-94 gehörte komplett ihm. Kann man wohl sagen. Bei sage und schreibe drei Hattricks und einer Quote. Er versucht's. Er bekommt die zweite Chance. Also die Art und Weise, wie Sie das hier angehen, das zeugt von Selbstvertrauen. Jetzt müssen Sie nur noch irgendwie vorne das Ding auch mal reinkriegen. Um neu aufzubauen, geht's erstmal hinten rum. Tchouaméni. Die Chance für Romario. Messi. Gullit. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Sané hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht, so darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. So, dann werfen wir mal ein. Ein schwacher Pass. Das ist Ruud Gullit. Casemiro. Und über die Seite. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Die Chance zum Abschluss. Romario. Schon läuft der Gegenangriff. Diese Spielverlagerung macht Sinn. Son Heung-min. Sehr gut abgefangen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht. Gut, dass er da mit der Faust dazwischen gegangen ist. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Jetzt ist was möglich. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Das sieht gut aus. Den hat er kommen sehen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Abschluss!
Das ist ein Torwart, das ist ein Torwart. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Eckball, die zweite. Null Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Er setzt zum Kopfball an. Oh ja, einer zum Aufwachen. Es war eine klasse Aktion von ihm, aber am Ende belohnt er sich nicht mit dem Treffer. Rabiot. Füllt. Und raus. Nach rechts. Jetzt könnte was gehen. Klasse durchgesteckt. Gülitz. Ein schwacher Pass. Erstmal löschen. Alles klar, Einwurf. Messi. Es geht über die rechte Seite. Der kommt lang. Anbrennen lässt der hier nichts. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Ein hochinteressanter Ball. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Die Chance für Romario. Di Marco. Unterbindet diese Aktion kompromisslos. Casemiro. Spielverlagerung auf die linke Seite. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen, da muss einfach mehr bei rumkommen. Okay, das sieht vielversprechend aus. Und er ist zur Stelle. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Romario. Goretzka. Und nun Ruud Gullit. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Sie spielen im Augenblick noch zu defensiv. Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten. Und sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen. Kolo Kolo geht ohne Tor in die Kabine. Das Gute daran, auch der Gegner. 0-0. Alles ist wieder bereit. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang: Wer hält die Konzentration länger aufrecht? Den nimmt er dankend entgegen. Ja, da stand er goldrichtig. Gut gesehen, guter Laufweg. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. Romario ist das. Marquinhos. Di Marco. Langer Ball auf die andere Seite. Cafu, der meinen Informationen nach heute sein 100. Jubiläum feiert. Fabinho. Und jetzt Marquinhos. Joao Cancelo. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Der kommt weit nach vorne. Da geht was. Er versucht's mit dem Abschluss.
Und beinahe hätten sie dafür die Quittung bekommen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Messi. Romario. Gutes Auge, guter Pass. Der Ball geht zum Torhüter. Und raus, nach rechts. Sané. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Fußballfreunde, aber so langsam, aber sicher könnte mal ein Tor fallen. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Jetzt den präzisen Pass spielen. Leroy Sané. Hier ist die Gelegenheit. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Kurz orientiert und gut verlagert. Cafu macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Er legt ihn zurück. Versucht ihn da zu klären. Und ab geht die Post. Romario. Es geht über die rechte Seite. Alle arbeiten mit und das bedeutet, du hast immer Optionen. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Leroy Sané. Ein guter Ball und sie sind durch. Lionel Messi mit der Flanke. Messi. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Ein schwacher Pass. Romario. Hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Sie müssen konzentrierter agieren. Da fehlt schlicht und einfach die Passgenauigkeit. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Joao Cancelo. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Gut rausgespielt. Und die Bahn ist frei. Ecke. Sostituzione per il Milan. Numero 22. Numero 21. Numero 24. Numero 3. Numero 18. Lasciano il campo per il numero 4. Il numero 6. Wissam Ben Yedder. Il numero 17. Il numero 8. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Die Stürmer sind regelrecht losgelöst vom Restgeschehen. Da kommt gar nichts durch. Sie müssen mehr Präzision reinkriegen. Und gleich wieder zurück. Joao Cancelo. Es gibt Freistoß für Milan. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich.
Also da hat er einfach überdreht und ist übers Ziel hinausgeschossen. Hoffen wir, dass die Ansage des Schiedsrichters Wirkung zeigt. Eigentlich ist diese Entfernung zum Tor zu groß. Da müsste wirklich alles stimmen, damit der direkt Aluminium. Er versucht's nochmal. Ah, der ist unglaublich handlungsschnell. Exzellente Parade. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Der geht weit. Hier ist Vinicius Junior. Vinicius Junior. Joao Cancelo. Mit der Grätsche. Gut gesehen, guter Laufweg. Ende, der Schlusspfiff ertönt. Keine Tore, keine Sieger, kein aufregendes Fußballspiel. Nur so als Zusatzinfo, das war ein extrem faires Spiel. Der Schiedsrichter musste keine einzige Karte zeigen. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung.